Was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Part von The Radical Hates. Kam eine Zeit lang nicht, beziehungsweise einen Monat. Ich habe auch keine Ahnung, warum, beziehungsweise doch eigentlich schon. Warum sage ich dann immer zu, dass ich keine Ahnung habe, warum das nicht kam? Ja, ich hatte keine Lust darauf, auf dieses Spiel. Und ja, jetzt kommt halt wieder was. Habe ich wieder Lust. Ich habe auch keine Zeit gehabt für dieses Spiel, um das aufzunehmen. Ich habe auch andere Sachen gemacht, beziehungsweise andere Sachen aufgenommen. Und ja, privates Leben hat man ja auch noch, ja? Also, Freunde, beruhigt euch. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass jemand hier sich irgendwie beschwert hat. Ich weiß nicht, aber das Spiel kommt, glaube ich, gar nicht so krass auf meinen Kanal an. Aber es ist mir auch eigentlich relativ rain. Es geht gar nicht darum, dass ob das gut ankommt oder nicht. Ich mache immer das, was mir am meisten Spaß macht. Und wenn mir das halt keinen Spaß macht, dann mache ich das halt nicht. Und wenn mir es wieder Spaß macht, mache ich es weiter. Und Radical Hates ist genauso ein Beispiel. Ja. Das Ding ist, ich kann Battle Royale Spiele nicht so oft spielen und wenn ich ein Battle Royale Spiel spiele, ist es ja meist eh Fortnite. Und deswegen ist das so eine Sache. So. Ja. Mit Fire wollte ich das auch noch spielen. Ich weiß nicht, wann Fire das darauf mal Lust hätte, das mitzumachen. Müsste ich ihn mal fragen. Und was ist jetzt hier los? Ich weiß nicht mal, ob der das überhaupt installiert hat. Würde mich mal auch mal interessieren. Ob er halt einfach mal mitmacht, ist eh ein Free-to-Play-Spiel, also kann er ja ruhig mal ausprobieren. So. Wie geht man nochmal hier ran? Benutze ich denn das eh, oder nicht? Das ist kein richtiges Bike, oder was? Wo kriege ich jetzt hier ein richtiges Bike her? Spielen das überhaupt noch aktiv genug Leute, jedes Spiel? Was war denn das jetzt? Hallo. Also ich hätte echt gerne ein Fahrrad. Junge, 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 wo kriege ich ein Fahrrad hier? Na, ich muss jemanden da ausnocken, Alter. Komm. Als ob ich da... Ich kann doch eh... Wieso kann ich eh drücken? Aber ich kann da nicht drauf. Ist schade, Mann. Mensch. Ich will auf dem Fahrrad drauf. Bleib doch mal stehen, Bro. Guck mal, da kann richtige Tricks... Na, guck mal, ich bin jetzt auf sein Fahrrad drauf. Aber der macht nichts. Schade. Mensch. Menu, Menu. Oder ich gehe auf sein... Irgendwie muss ich doch auf sein Bike draufkommen. Na, fuck, ich hab's fast geschafft. Komm nochmal, das kriegt man hin jetzt. Hahaha, wir sind jetzt auf sein Bike drauf. Geil, Alter. Wir chillen jetzt hier, yeah. Awesome-o-matico. Na, ja, wir reiten hier durch die Gosse. Nö. Guck mal, der kann auch richtige Tricks, der Typ. Was wird der Wolch, Alter? Der kann richtige Tricks. Guckt ihn euch doch mal an hier. Krasser Typ. Komm, jetzt haben wir hier auch endlich mal genug Spieler zustande, die das spielen. Ich weiß gar nicht, aber das Spiel ist, glaube ich, gar nicht mal so krass im Hype, beziehungsweise, ja, spielen das nicht so viele. Ich verstehe es nicht mal, warum. Ich habe ja gesagt, dass das, ja, ein ziemliches also ein gutes Spiel ist, also es hat auf jeden Fall Potenzial, keine Frage. Deswegen verstehe ich gar nicht, wieso so wenig Leute das überhaupt hier spielen. Ja, man kann ja gucken, wie es so weiter wird, wenn es danach schlecht ist. Wenn es also aus der Alpha rauskommt, da kann man es ja auch ruhig schlecht bewerten und alles, aber wenn es im Early Access ist, dafür ist der Early Access ja auch da hier auf Steam, dass man das nicht direkt schlecht bewertet. Na gut, ich glaube, das ist auch noch von der Performance her auch noch ein bisschen schwankig. Deswegen bewerten das die meisten noch schlecht. Aber weil es sich halt einfach noch nicht... Die bewerten halt das Gesamtprodukt jetzt erstmal, nicht das Potenzial. Und so sollte man eigentlich auch das bewerten. Aber das Ding ist, im Early Access sollte man trotzdem auch Potenzial bewerten. Und dann gucken... Man kann ja den Spieler eh eine Chance geben. Und wenn es sich dann bis dahin nicht verbessert, dann ist er... Ist er so die Seine. Ist... Kann ja jeder dann selber entscheiden, ob er es dann noch weiterhin spielen will. Oder halt nicht. So, ich lande mal hier hin. Warum leckt's jetzt? Mega Ruckler, what the fuck? Na, immerhin eine Pistole. Oh, ich habe keine Munition dafür. Ah, hier.
Okay, direkt schon mal ein Bike. Nick stole my bike. Ach, ich kann da. Krieg ich da Schaden? Ja, ne? 100% kriege ich da Schaden, deswegen gehe ich da nicht hin. Naja, das ist das Problem. Also, ich kann nicht in die Häuser looten, weil das zur Hälfte in dem anderen Gebiet ist. Ja, das ist irgendwie bescheuert. Ich weiß auch gar nicht, wo hier die meisten Leute überhaupt sind. Ich kenne mich hier null aus. Ja, das ist das Ding. So, Frag-Granate kann ich mitnehmen noch. Okay. La, 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 la. Okay, jetzt ist die Zone wieder da, oder was? Jetzt kann ich kann da jetzt, glaube ich, hin oder so. Oder? Ist das so? Ist das jetzt so? Wird geschossen. Kann man nicht seine Faust benutzen? Das ist doch einfach nur bescheuert. Wo ist denn der Typ? Also hier sieht man die auch, glaube ich. Also ich sehe den immer noch nicht. Nice! Let's go, boys! So, one gear slot. Ja, komm, da haben wir eine zweite Pistole. Der hatte ja nicht mehr. Easy, Jungs. Easy. One kill. Da oben links siehst du sogar, ob du einen Kill, wie viel Kills du gemacht hast. Finde ich cool. Da sehen wir doch auch noch einen. Wir haben ihn. Ich weiß nicht, ob der besser ist. Wie ist die Pistole? Also wir sind hier ein bisschen aggressiv unterwegs, aber ist auch besser so. Wo ist er denn? Nice, wir haben ihn. Alter, wie viel Leben haben wir denn noch? Okay, hier ist ein Backpack. Aber wir haben schon Max Gear. Max Weapon Kiss. Okay, haben wir auch alles. Ja, wir haben halt nur eine Pistole und alles. Das ist jetzt natürlich problematisch. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt auf einmal so... Beziehungsweise ist das gut? Also, das weiß ich nicht. Aber ich fand die jetzt auch nicht krass, die Gegner. Wenn ich ehrlich bin. Also, das war ja absolut nix. Offshore-Accounts. Withdraw. 100. Okay, ich kann Offshore hier mitnehmen. Mega geil eigentlich. Dann hast du hier Geld. Ich glaube, das ist... Ich weiß, glaube ich, auch warum. Man kriegt nämlich auch Geld, glaube ich, je nach Match. Und das kannst du dann jedes Mal abheben bei so einem Bankkonto. Das heißt, wenn du viele Matches spielst, dann ist es ja doch irgendwie Pay to Win. Das ist auch bescheuert dann. Pick up Trampoline. Was kann ich denn damit machen? Was kann ich denn mit dem Trampoline machen? Ich brauche auf jeden Fall auch. Also das ist auch irgendwie dann noch. Ich hab ihn. Nice. Pickup AK. Ja. Hä, hey, was habe ich denn? Habe ich jetzt recycelt? Nee. Fuck. Ich habe recycelt irgendwas. Ach, scheiße, Mann.
Was kann man denn hier kaufen? Pickup Uzi. Ich habe genug Geld, also warum nicht? So, dafür habe ich aber leider keinen Money. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Balanced sind, die Waffen, weil ich habe bis jetzt alle mit Pistol gekillt. Fuck. Fuck, Mann. Mann. Naja. Naja, sieht man irgendwie hier die Statistiken? Siege, Matches gespielt, 8 Kills, 9, okay. Naja, Sieg hatte ich noch nicht. Ich habe ja auch nur zwei Parts. Das ist jetzt der dritte. Mehr habe ich auch nicht gespielt vor dem Spiel. Beziehungsweise auch nichts gemacht. Sonst. Aber die haben das auch, glaube ich, ein bisschen verbessert, sogar, wenn ich mich nicht täusche. Das Spiel. Die Performance ist ein bisschen gestiegen. Ja, und meine Rübsen auch. Boah. Ist cool auf jeden Fall, Jungs. Es ist mega cool. Boah. Aber es scheint aber auf jeden Fall immer weniger Leute zu kriegen. Beziehungsweise immer neue Leute zu gewinnen. Immer weniger neue Leute zu gewinnen. Ja. Und die alten gehen auch immer weg. Ja, also die fallen immer mehr weg. Das heißt, es wird bald aussterben wahrscheinlich. Das Spiel. Es gibt auch ziemlich viele Battle Royale Spiele, die halt ausgestorben sind. Und die hatten, glaube ich, auch ein cooles Prinzip, die meisten. Wenn ich mich nicht täusche. Aber das Ding ist hier einfach, ich weiß nicht, Radical Hates hat auf jeden Fall Potenzial, aber irgendwie wirkt das so unspektakulär irgendwie. Es ist zwar ein 80s Spiel und hat auch seine coolen Sachen, aber irgendwie scheint das halt irgendwie alles so, keine Ahnung, es ist irgendwie nichts dabei, wo ich sage, ja, das ist echt eine geile Idee. So, mega geil umgesetzt und alles. Das ist alles nur so Potenzial, ja, kann man noch ausschöpfen und alles, ja. Kann man auf jeden Fall noch daran arbeiten, so. Das mit den Offshore-Kontos finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Das Ding ist aber, dass das auch ein bisschen OP ist für die Leute, die halt auch viel Geld haben. Das heißt, die können sich alles kaufen in dem Spiel. Bedeutet, es ist Pay-to-Win, beziehungsweise nicht Pay-to-Win, aber Play-to-Win, ja. Je öfter du spielst, desto mehr Chancen hast du zu gewinnen. Was auch einfach unfair ist, so, in gewisser Weise. Wenn jemand einen Vorteil hat durch mehr spielen, dann ist das einfach nur dumm. Ich bin runtergefallen. Ich hab ihn ausgekickt. Ich kann überhaupt nicht, aber ich kann nicht Bike fahren. Sorry, mein Freund. Tut mir leid. Wir machen eigentlich diese Leute diese Tricks. Das ist mega krass, was die können. Das ist echt krass, das kann ich nicht. Wie ihr seht, ich versuche das, aber ich kann es nicht. Das sind krasse Typen, also an denen muss ich mir auf jeden Fall mal ein Bild machen, beziehungsweise ein, boah, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, ist es auch egal. Also ich sollte mir einfach mal ein Beispiel, ja genau, ein Beispiel von, oder beziehungsweise eine Scheibe von ihnen abschneiden. So, das wollte ich sagen. Das war der Satz, den ich jetzt im Kopf hatte, beziehungsweise ich sagen wollte. Ja, im Kopf hatte ich den nicht, weil ich, sonst hätte ich es denen gesagt. So. Bams, tschüss ihnen, den Enenys. Three, two, one. Das ist halt auch cool, finde ich. So, jetzt landen wir jetzt hier und machen wieder so viele Kills wie möglich. Also, ja. Und dann gucken wir weiter. Ich will auf jeden Fall jetzt hier viel mehr Money kriegen. Alter. Plus One Weapon Slot. Ich habe immer noch keine Waffe.
Wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt einfach mal eine Waffe haben. 9mm Ammo voll. Okay, ich hoffe jetzt einfach, dass wir auch noch auf ein paar Gegner treffen. Das wäre mega nice. Pick M12. Boah. Ich weiß halt nicht, was jetzt krass ist. High Power. Guck mal. Das Ding ist halt einfach, das Switchen mit dem Mausrad ist halt hier ein bisschen. Fuck. Das war Holz von mir. Aber der Typ ist ein kompletter Holzkopf. Er spielt es wahrscheinlich zum ersten Mal oder so. Tschüss. Mann, Alter, wie viel war denn hier? Ja, hier Cash won. Das ist das Ding. 353 kriege ich jetzt auf mein Offshore-Konto. Und das kann ich ja jederzeit dann abheben im Game. Was ja auch ein bisschen OP ist. Wo sehe ich denn das? Hier, Total Cash Earned. Hier, 1844. Und ich glaube, das ist dann das Offshore-Konto. Das kann ich jederzeit auf- bzw. abheben. Und das ist halt auch ziemlich OP. Und ich glaube, die Diamanten, ich bin mir jetzt nicht sicher, was die bringen. Wo sieht man das eigentlich? Preiszimmer. Ah, hier, was kann man damit machen? Running Man. Ach, das sind Emotes. Ja gut, das ist alles von Fortnite natürlich dann auch geklaut. Beziehungsweise übernommen. Aber hier, die kann man zum Beispiel nicht ohne, die kann man nur so kaufen mit echt Geld. Das ist, naja, kann man machen, wie gesagt, wenn man den Entwickler unterstützen möchte. Aber ich beispielsweise würde das nicht machen, bevor ich keine fertige Version beziehungsweise ausgeschöpftes Spiel, beziehungsweise halt einfach ein Spiel, wo ich jetzt erstmal keine Performance-Schwächen habe und mir das Spiel auch wirklich so richtig gefällt und alles. Ja, dann würde ich es mir überlegen, auch auf jeden Fall, dann das zu unterstützen. Aber nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, das war es erstmal für diesen Part von Radical Hates. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, es kam halt mal wieder und ich weiß nicht, ob das wieder jetzt irgendwann wieder kommen wird. Ich weiß es noch nicht, ob das aktiv zu bringen. Keine Ahnung, Jungs, ja, das muss ich auf jeden Fall noch entscheiden. Ich hatte jetzt nur nichts wirklich zum Aufnehmen und das Spiel hat sich einfach perfekt angeboten zu machen, also beziehungsweise aufzunehmen, weil ich, wie gesagt, jetzt absolut nichts zum Aufnehmen habe. Ja, also ich müsste dann wieder was Neues starten oder halt sind Together-Projekte oder halt Projekte, die ich schon lange hätte machen sollen und ja, das Ding ist halt erstmal, man muss auch erstmal dann motiviert sein, das dann auch anzufangen und dann weiterzumachen, ja. Ich möchte das mal alles erstmal zu Ende bringen und dann kann man was Neues starten. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, morgen ist nichts mehr. Tschüss.